Fast 50 Jahre lang machte David Bowie Musik, stand auf der Bühne und produzierte Alben. Dabei galt er als Chamäleon der Musikbranche, spielte mit verschiedenen Charakteren und Identitäten. Seine wohl bekannteste war Ziggy Stardust, die ihm schließlich auch zum Durchbruch Anfang der 70er Jahre verhalf. Anhand dieser Kunstfigur erzählt der Berliner Zeichner Reinhard Kleist die Geschichte von David Bowie mit seinen Sternstunden, aber auch dunklen Kapiteln. David Bowie, unverkennbar. Der markante Strich des Berliner Zeichners Reinhard Kleist lässt den Popstar lebendig werden. Bowie ist Ziggy Stardust, seine Kunstfigur aus den 70er Jahren, mit der er unsterblich wurde. Eine wechselhafte Figur, die die Höhen und Tiefen des Rockbusiness durchlebt hat. Faszinierend für den Zeichner. Einerseits dieser unbedingte Willen, zum Rockstar zu werden, der auch sowas wie so eine Bedeutung in der Welt hat und gleichzeitig aber auch das Scheitern schon in sich trägt. 2 Jahre hat Kleist am Comic gezeichnet. Bowie ist der 4. Musiker, den der Zeichner in einem Buch verewigt. Dennoch war die Umsetzung nicht leicht. Die Herausforderung, dass man in einem Medium, was keinen Sound hat, dass man versucht, Musik darzustellen und Sound dem Leser rüberzubringen oder auch in seinem Kopf ein Gefühl für Sound zu erzeugen. So wie beim Live-Zeichnen vor Publikum gestern Abend in Frankfurt am Main. Für Kleist einen Moment, auf den er schon während seiner Arbeit am Comic hingefiebert hat. Selbst auf die Bühne zu gehen. Selbst das Gefühl zu haben, ein Rockstar zu sein, wie Ziggy Stardust, die Kunstfigur von David Bowie.